1:1. Seit wir auf Grund gelaufen sind, ist Gangor Farvent verschwunden. Huch, kommt gerade jemand angeschlichen. I knew I did not like sailing. How can it be that Sirgon missed it? Ich wusste doch, dass ich nicht gern segel. Wie kann Sirgon das übersehen haben? Ein Segelschiff ist eine der schrecklichsten Erfindungen, die ich kenne. Ihr erinnert Käber daran, dass er ohne den stabilen Rumpf der Wellenjäger und deren tapferen Besatzung den Sturm nicht überlebt hätte. Käber schüttet den Kopf. Ja, ja, ja. Vermutlich hätte es schlimmer kommen können. Aber ich bin mit Schiffen fertig, ja? Merkt euch meine Worte. Von heute an nehme ich den Landweg, egal wie groß der Umweg sein mag. Alles klar, merke ich mir. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wir müssen ein bisschen Wasser ablassen. Es gibt keinen Landweg. Aber wir könnten ja einen Adler rufen lassen. Er hat ja nicht gesagt, dass er nicht fliegt. Wäre eine Option. Also hatte Big Manu recht? Ja. Ja. Also ich sehe zwar nicht aus wie eine Maus, aber ja, er hat recht. So. Ein Teil der Mannschaft hat es kaum ausgehalten, das Ende des Regens abzuwarten und viele sind bereits aufgebrochen, um die Nachbarinseln auszukundschaften. Naurie meinte, sie könne nicht warten. Sie ist in Richtung Süden zwischen den Bäumen verschwunden und Siegelit habe ich südöstlich von hier durch die Brandung warten sehen, auf der Suche nach... Keine Ahnung. Denkt sie, das Schiff mit ihrem Bruder sei ebenso aufgelaufen wie das unsere? Was Gimli und Legolas angeht, so habe ich den Elben gehört, wie er Gimli dazu aufgefordert hat, ihm auf der Suche nach Jagdbeute gen Südosten zu folgen. Aber ich weiß gar nicht, wie weit sie gekommen sind. Der Rest der Besatzung kann über sämtliche Schildinseln verstreut sein. Wir müssen sie zurückholen, um zu entscheiden, was wir als nächstes tun. Erstmal alle los, weil sie jeder so seinen eigenen Kopf. So, ich gehe jetzt mal da lang, ich mache jetzt mal, was ich denke. Tschüss. Ach so, wir sollten irgendwann weiter segeln. Ja, ist mir egal. Ich gehe jetzt los. Ciao. Ciao mit V. BA-Mode geht auch. BA-Mode. K.O. schlagen. Ja, bitte. Das kann ein Dachs übernehmen. Guck mal, der hat so ein breites Kreuz. Und was für fette Arme. Hübscher Bizeps. Also, ne? Dachs. Handkantenschlag, so. Als Box-Würgegriff gibt's ja hier nicht. Nicht wirklich. Sagt mir, wie ich helfen kann. Ich hätte versuchen sollen, die Mannschaft davon abzuhalten, sich über die Inseln zu verteilen, aber der Gedanke kam mir erst, als es schon zu spät war. Ihr erkundigt euch bei Daxamat, was nun unternommen werden kann, um den Verlust der Wellenjäger nicht zu einem Scheitern eurer Mission führen zu lassen, und er kratzt sich im Kinn. Oh. Also viele unserer Vorräte sind über Bord gegangen, als die Wellenjäger auf Grund gelaufen ist. Vielleicht sollten wir viele bergen, wie wir können. Ja, okay, erstmal essen. Essen sichern. Okay, gut. Ihr stimmt der Einschätzung des Korsaren zu und fordert ihn auf, euch bei der Bergung der verlorenen Vorräte zu helfen. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Das ist gar kein Problem. Ich danke euch. Ich werde alle Vorräte bergen, die wir finden können. Einige davon treiben vielleicht vor der Küste, doch andere könnten an den Küsten der Insel in der Nähe gestrandet sein. Okay. Guter Plan. Zuerst mal Essen sichern. Er kann auch Langstreckenschwimmer werden, weil Jaks Fanal ist ja in Sichtweite. Naja. Also, wir sind jetzt hier, ne? Hier auf dieser mittleren Insel. Da lehre ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, Maßstab haben wir jetzt hier nicht. Aber ich würde sagen, das ist schon... Also... Ja. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich würde jetzt, ehrlich gesagt, würde ich das eher nicht so. Oder viel Gewicht mitnehmen, dann kann er ja auch laufen. Oh, makaber. Aber du hast recht. Wo bin ich hier gebunden? Longkirion. Dann würde ich mich jetzt hier binden. Ich vergesse sowieso, mich zu porten, weil wir jetzt mal zurückschwimmen, aber ich habe mich erstmal hier gebunden. Viele der Seeleute von der Wellenjäger wurden während des Sturms verletzt.
ein schönes Foto von dir. Moment. Boides möchte eine Salbe herstellen, die ihnen die Genesung etwas angenehmer macht. Sie hat mich zum Fischen geschickt, dann scheinbar benötigt sie für die Salbe Fischschuppen. Aber sie braucht auch weitere Zutaten. Wenn ihr helfen wollt, dann sprecht mit ihr. Sie wird euch sicher sagen, was sie noch braucht. Hm? Upsi. Schaut nicht so niedergeschlagen drein. Die Valar sind uns hold. Wir sind gerade gekentert. Und unsere Reise heute, genau, schließlich leben wir ja noch. Wir könnten unsere Mission also immer noch zu einem guten Abschluss bringen. Dies ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Sicher habe ich schon Freunde an die Felsen der Schildinseln verloren, doch heute haben der starke Rumpf der Wellenjäger und die Unverwüstlichkeit der Mannschaft uns den Weg hierher gebannt. Oh Gott, über so viel Glück und den Segen der helfenden Mächte sollten wir jubeln. Ja, ich kann aber nicht wirklich jubeln. Ich meine, wir hätten eigentlich weiter segeln sollen. Ich habe diese Inselkette seit vielen Jahren nicht betreten, doch es wird nicht lange dauern, bis ich hier wieder vertraut bin. Wenn ihr euch an mehreren Orten umseht und mir anschließend Bericht erstattet, würde mir das wieder auf die Sprünge helfen. Ihr könnt den Strand jenseits der Lagune im Süden anfangen und dann zum Strand nordwestlich der Wellenjäger gehen und schließlich den Strand auf der Westseite der Insel in Augenschein nehmen. Hallo Rocky, grüß dich. Hallo, hallo. Jubel ist ein Standard-Emote. Ich weiß nicht. Wieso sind wir denn hier, weißt du? Wie konnte das nur passieren? Ich werde noch kurz mit ihr reden. Und ich muss noch mit Bruides reden. Was gab's da Schönes? Fang eine Heilung durch Schild der Dunedain. Das habe ich schon gesehen. Oder ich habe es rausgenommen. Große Verzweiflung, ernsthafte Wunde, Nahkampf, Nahkampf, Beeilung, es könnte auf dem Schwert sein. Habe ich das jetzt getauscht? Nein. Hä? Achso. Immer, dann so. Heilung stimmbasiert, Ermutigung, Heilung, Schaden, Kampf gesteht, inspiriert, Furchtresistenz, habe ich gleich drauf. Bereichswirkung, stimmbasierte Heilung, Heilung A. Schaden durch inspiriert kritische Treffer. Tja. Schild der Dunedain ist jetzt nicht verkehrt, ne? Ich habe hier nichts drauf. Die finde ich jetzt gar nicht schlecht, die drauf sind. Arg! Okay, ich lasse es erstmal. Ich sperre mir das. Ich überlege mir nochmal wegen der Skillung. So, weiter. Wird das nicht einfach jetzt ummuddeln? Rossaran hat euch aufgetragen, mir beim Sammeln der Zutaten für die Salbe zu helfen? Mama, kriegen wir dann von ihr? So. Ein schnelles Foto hin. Ach, mein Gott, ist ein guter Mann. Doch ich hätte mir auch so eure Hilfe... Doch ihr hättet mir auch so eure Hilfe angeboten, nicht wahr? Ich kann die Leute gut einschätzen, nicht bloß meinen Gatten. Ihr seid mir freundlich gesonnen. Für die Salbe bräuchte ich Kräuter, die am nahen Strand wachsen. Von der klammen Luft dieser Insel genährte Blumen und einige Stücke Baumrinde, die ihr von einem großen grauen Baum im Westen nehmen solltet. Bringt mir diese Zutaten, dann sehen wir mal weiter. So, und wir haben das hier. Richtig. Genau, das ist den Leuten helfen und dann müssten wir jetzt irgendwie... Einmal darüber und dann zurück. Das Doofe ist, da lösen Aufgaben aus. Egal. Also wenn wir jetzt jeweils die Punkte abreisen,
dann lösen natürlich dort Aufgaben aus, weil wir ja mit den NPCs sprechen, den jeweiligen Besatzungsmitgliedern, und die haben natürlich Aufgaben für uns, damit sich das ja auch ein bisschen lohnt. So, das beginnt jetzt Ever Schwimmen. Wie gesagt, ich schneide das dann raus, immer wenn ich auf der anderen Seite bin oder weitere Strecken habe, dann geht's hier weiter. Bin ich hier nicht an dem Punkt? Kämpfes und Feierlärm dringen aus südlicher Richtung über die Bäume. Eine Siedlung? Ja, eine Siedlung. Da könnten wir eigentlich mal ganz schnell den Punkt, Dings. Du würdest doch nicht, was? Du willst doch nur nicht zugeben, dass du Schwimmärmel oder Schwimmgürtel brauchst. Psst. Ich, hab auch mal so meine Geheimnisse, ja? Und deswegen schneide ich das für YouTube raus. So. Here we go. Au. Ich hab... Wie laufe ich denn? Hi, 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 hi. Space Taxi. To the sky. Hi, 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 hi. Der Boden ist ganz heiß. 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 Achso. Ja, danke, Siedli. Nee, Jones kämpft ja hier. Ich kann nämlich im Kampf meine Waffe nicht wechseln. Egal. Danke. Schon viel besser. So, ich wollte eigentlich nur... Ich wollte ja noch gar keine Aufgabe annehmen. Ich wollte ja eigentlich nur ganz schnell zum... Hafenmeister. Wir müssen sowieso hierher. Ganz fix und geschwind. Und wir werden hierher geschickt demnächst und machen dann hier ganz viele Aufgaben und alles cool. Der war doch hier, oder? Ach, da. Ich vergesse das immer. Springen die beiden Dörfer irgendwie immer durcheinander. Da bist du. Ein wirklich guter Tag. Aber sowas von. So. Inselkraut. Ups, zu schnell. Ach Mann. Siehst du, jetzt kann ich die Story ja vom Anfang des Streams nochmal erzählen. Ihr wart ja dann noch nicht da. Ich habe gestern mein Auto zur Werkstatt gebracht. Ja? So, nach der Arbeit habe ich schnell vorhin gebracht und meinte so, hier, pass auf, ich sollte es eigentlich heute Nachmittag hinbringen, aber ich schaffe das zeitlich nicht. Und ich stelle es irgendwo ab und dann machst du morgen im Laufe des Tages einfach, wenn du Zeit hast, machst du das Auto fertig und nach dem Feierabend komme ich vorbei und hol es ab. Mhm. That's the plan. Gemacht wird neue Felge drauf und neue Reifen, weil die Reifen komplett platt gefahren waren und ich neue drauf machen sollte und alles gut. Sag ich mir, ja, mach. Finde ich gut. Mach neue Reifen drauf. Rief der heute an? Du, ich habe ein Problem. Was los? Ja, also dein Auto kannst du heute nicht abholen. Nee? Ja, hat der Reifen Kontrollsystem? Ja. Hat er? Ja. Das habe ich dir schon dreimal erzählt. Du hast seit Oktober sollen die Felgen drauf und die Reifen gewechselt werden. Und jedes Mal war ich entweder krank oder du hattest einen vollen Terminplan. Ja, das Problem ist, die Teile sind nicht da. Wie jetzt? Ja, wir können das Reifenkontrollsystem nicht komplett installieren. Also es muss getauscht werden.
Man kann nicht das alte wieder verwenden. Und die Teile sind nicht da. Die kommen eventuell morgen. Wie? Ja, ansonsten haben wir erstmal Betriebsferien. Okay. Das ist schlecht. Ja, dann kriegst du dein Auto irgendwie so in einer guten Woche. Was? Müssen wir mal gucken. Ich melde mich morgen. Ich dachte, ey, ich dreh durch. Jo. Wie verpeilt. Also, hallo? Ich dachte, das geht doch gar nicht. Aber es geht. Also hat er die ganzen Teile, also die Felgen habe ich gekauft und dorthin schicken lassen. Alles cool, die kamen auch echt schnell an. Dann lagen die da 2 Wochen. Denn ich habe keine Rückmeldung bekommen. Weil er gesagt hat, wenn die ankommen, rufe ich dich an. Es hat niemand angerufen. Dann war ich krank. Mal wieder. Jo, toll. Und jetzt war ich bei ihm wegen dem Termin machen. Ich musste 1,5 Wochen warten auf einen Termin. Jetzt habe ich einen Termin wahrgenommen und das Scheißzeug ist nicht da. Ah! Wie viel Pech kann man haben? Ich dachte, ich hätte gerade ein Fass gesehen, aber es war nur der Busch. Nee. Oh, der geht schwimmen. Ja, c'est la vie. Also eventuell haben wir dann bis nach Weihnachten irgendwie kein Auto. Ich finde das irgendwie blöd wegen Einkaufen, weil wir ja dann doch auch trinken und so holen. Das ist ja dann doch ein bisschen was schwerer, aber ich sehe mich das alles schon schleppen. So. Oder ich kaufe einen Trolley. Ich hätte zu Weihnachten hätte ich mir so einen Trolley kaufen sollen hier, wie die Omis. Das wäre doch ein tolles Weihnachtsgeschenk für mich gewesen, ey. Hätte ich mal so weit gedacht. Verdammt. Ach. Stimmt. Das wäre geil gewesen. Hä? Das habe ich eingesammelt, okay. Da ist nix. Auch nix. Muss auf der anderen Seite sein. Ja, Reifendrucksensoren hat jeder haufenweise auf Lager. Ich verstehe es auch nicht. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Er meinte irgendwie, ja, da fehlt ein Teil zu. Irgend so ein Dichtungsring. Der muss bestellt werden. Und das ist nicht da. Keine Ahnung, ob die so viel verbaut haben oder sowas. Ich frag mich nicht. Auf jeden Fall, ja, meinte er irgendwie morgen Vormittag, die Teile sind dann vielleicht da, okay, und ruft mich da an, wenn es da ist. Ich so, ich muss arbeiten. Ich, bin nicht, hab schon zu Jones gesagt, dann musst du zur Werkstatt, musst das Auto holen. Das wäre schön, wenn er das macht, dann könnte er mich nämlich von der Arbeit abholen, das wäre ganz toll. Er muss nicht laufen. Ah, weißt du, einmal die Woche habe ich einen Parkplatz auf Arbeit. Weil eine liebe nette Kollegin da nämlich Homeoffice hat. Und ich darf ihren Parkplatz benutzen. Das ist einmal die Woche nur, wo ich dann so, ja geil, ich darf bis vorne zur Tür fahren, wie geil. Und jetzt habe ich nicht mal ein Auto. Ja, ist doch nur ein spezielles Ventil, was angelernt wird. Du, keine Ahnung. Er meinte was von irgendwelchen Dichtungsringen, irgendwelche Schläuche, keine Ahnung was. Und diese Verbindungen sind nicht da und er kann das dann die Reifen deswegen nicht wechseln. Vielleicht ist auch irgendwas von den Felgen kaputt gewesen. Hier dieser Abstandsring oder was auch immer, keine Ahnung. War mit dem Fahrrad. Nee. Das Doofe ist, es geht zurück bergauf. Das macht keinen Sinn. Es geht wirklich die ganze Zeit bergauf. Ich würde es dann schieben. Außerdem hat ein gewisser jemand noch meine Luftpumpe. Ich laufe morgen und ich habe die Hoffnung, dass Jones dann zur Arbeit findet mit Google Maps und mich abholen kann. Das wäre schön. Okay. Okay, dann bin ich morgen ganz alleine auf Arbeit. Gott.
Aber so ganz, ganz alleine ist echt creepy in so einem riesen Gebäude. Wenn du morgens kommst... Gut, die Putzleute sind alle da. Das ist ja eine riesen Kolonne. Die sind ja auch alle ganz nett und so, Gott sei Dank. Dann kannst du wenigstens so, ah ja, okay, die arbeiten da gerade noch. Aber die gehen um 9. Die gehen um 9. Und dann sitze ich da und denke mir so, hallo, hallo Echo, hallo. Boah, krass. Jeb Lipa. Jeb Lipa. Ach so, ich muss ja gucken. Nee, ich bin hier falsch. Hab hier falsch geguckt. Ach so, jetzt. Okay. Habe ich abgefrühstückt und jetzt gehen wir noch auf die andere Seite. Ist das hier mit den Drachen? Nee. Nee, das ist nicht hier, oder? Die sind keine Gegner. Kannst den ganzen Tag zocken. Der Maulwurf schaut. Könnte ich? Nein. Ich werde noch ein, zwei PCs vorbereiten. Ich habe ja gerade so ein bisschen Trouble mit Lenovo. Das ist irgendwie echt ätzend. Also einen Laptop habe ich eventuell nur durch eine Neuinstallation von Windows 11 hingekriegt. Der andere auch mega. Pass auf. Neues Gerät. Das ist jetzt 3 Wochen alt. Ein richtig schöner Laptop. T-Serie von Lenovo. Das Ding kostet, keine Ahnung, 1,5, 1,6. Ist schon mal eine ordentliche Stange Geld. Kann man schon mal was Gutes erwarten für einen Büro-Laptop, ja? Ist schon okay. So. Der hat ja ab und zu einen Bluescreen gehabt. Und dann hatte ich ja die Ereignisanzeige und die Logfiles habe ich dann Screenshots gemacht. Ich habe die Ereignisanzeige auch gespeichert und habe das dann mitgeschickt an Lenovo. Habe ein Ticket eröffnet, habe gemeint, hier, pass auf, das funktioniert nicht. Der sagt, kritischer Hardwarefehler. Und am gleichen Tag, kurz danach, war hier Kernel, bla bla bla, Neustart vom Laptop und das konntest du richtig sehen. Die Zeitabfolge war wirklich vom 2.12., 3., 4., 5., 6., 7. Und dann immer die gleiche Fehlermeldung, beide zusammen. Macht was. Ja, wir brauchen noch ein paar Informationen. Ich so, ja, okay, kein Problem, gebe ich Ihnen. Was brauchen Sie denn? Ja, irgendwie MS Info 32, können Sie da bitte mal das öffnen und dann ein Bild machen oder so? Ich so, ja, okay, oder die Datei schicken, mache ich. Und können Sie einen Quercheck der SSD machen oder so? Da ich mir so, hä? Was genau soll ich jetzt tun? Soll ich einfach nur ein Tool drüber laufen lassen, wie der Datentransfer ist mit zum Beispiel HD-Tune oder so? Oder Crystal Disk sowas, dass einfach gesehen wird, okay, Datentransfer stimmt. Jetzt kommt's. Der Laptop fährt nicht mehr hoch. Der ist tot. Der ist richtig tot. Da habe ich ein Foto gemacht und da stand dann irgendwie Disk Error M2, No Data, nee, No Storage, hast du nicht gesehen. Da habe ich ein Foto vorgemacht, dann habe ich gemeint, gut, jetzt habe ich den Stand, was mache ich? Kam noch keine Antwort. Das Ding ist, ich dachte, was ist denn mit dieser Hütte los? Der ist richtig kaputt. Ist die HDD ist quer eingebaut. Nee, Gott sei Dank nicht. Der lief auch so eine Woche und dann auf einmal hat der richtig Probleme gemacht. Bluescreen am laufenden Band und so, ne? Also alles, was schon so sehr kritisch ist. Und ja, jetzt ist halt kein MS-Info mehr, weil er sagt auch, es ist keine M2 mehr verbaut. Im BIOS, also anders. Du kommst in das Bootmenü rein und da steht PXE-Boot, also übers Netzwerk. Und das war's. Mehr ist nicht. Ist mir okay. Ich würde sagen, da ist irgendwas verreckt. Aber so richtig. Ja. Problem ist natürlich, ich habe jetzt demnächst Urlaub. Und Lenovo schreibt dann immer, wenn sie antworten, sie haben 5 Tage Zeit, ansonsten wird das Ticket geschlossen. Und wenn die wollen, dass ich es schicke, ne? Ich fahre ja dann nicht zur Arbeit und tüte das Ding ein und, es kommt ja auch keine Post bei uns. Also wir haben ja extra einen internen Dienstleister, der verschickt. Achso, ich muss noch gucken. Alles so Geschichten, ne, wo ich sage, ey, was ist nun? Ich glaube, ich schreibe da morgen nochmal hin. Es ist ja schon dringend. Ah, ey, hör mir auf. Achso, ja, wir können auch schwimmen gehen, machen noch den Drache kaputt. Dann habe ich den Portpunkt auch.
Das ist schön. Oh. Einmal schwimmen, schwimmen. Was habt ihr gesehen? Schade, dass der so extrem Overbrightness ist. Er hat so viel, viel Licht hier in der Textur. Würde das Gesicht, das wettergegerbte, alte Gesicht von ihm noch viel schöner rüberkommen. Ihr berichtet Sirgon, dass ihr an den ausgekundschafteten Orten gesehen habt und er nickt zustimmt. Ja, es kommt, langsam kommt alles wieder. Mal sehen, woran ich mich noch erinnern kann. Der Archipel besteht aus einer Reihe von Inseln, die von Nordwesten nach Südosten verlaufen. Drei von ihnen sind deutlich größer als die anderen. Die südlichste Insel ist Tsamarsia. Sie ist die größte. Sie liegt in Sichtweite des Kaps, auf dem sich Umba befindet, und ist von Bergen und dichten Dschungel geprägt. Während meiner Zeit im Dienste des Truchsesses von Gondor war sie eine Zuflucht für Piraten und Schmuggler. Wir haben uns möglichst von der Insel ferngehalten, denn sie war ein gefährlicher Ort. Die mittlere Insel, Bakyat, ist uns am nächsten. Die scharfen Felsen rund um die Insel sind der Grund dafür, dass dieser Ort als Seemannsgrab gilt. Denn die gefährlichen Strömungen rund um die Schildinseln reißen selbst starke Schiffe, noch stärkere Seeleute ins Verderben. Ich habe gute Freunde an diese Felsen verloren, die die Bewohner von Umba Shaddaks Kin nennen. Es heißt, es gäbe eine Siedlung auf Bakyat, aber ich habe sie noch nie gesehen. Die nördliche Insel ist unbewohnt. Ich glaube, sie wird Yip Kattel genannt. Und sie ist aufgrund der steilen Klippen in der Küste nicht zugänglich. Das hier ist ein Ort des Abenteuers. Wenn wir uns der Herausforderung stellen, die die Inseln für uns beinhalten, werden wir überleben und unsere Mission zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Schande? Wieso Schande? Weil du nicht gefolgt hast? Ach Quatsch. Ist ja kein Muss oder Zwang. Man kann ja auch jemanden, einen Streamer zuschauen und gut finden, ohne ihn zu folgen. Kritische Treffer 3400, das ist gar nicht so doof. Ich habe immer noch meine Ausrüstung vom, vom Valar. Aber Macht, da kommt ja eine primäre Essenz rein, ne? Hier ist Macht und eine einfache Essenz müsste physische Beherrschung oder Finesse rein. Warte mal, ich habe nicht geguckt. Finesse ist da 2900. Finesse wäre schon schön. Da ist Finesse. 3500. Machen wir doch mal. Also. Da. Ja. Und da. Ja. Und dann wechselst du den Ring aus. 4K mehr Trefferpunkte, ist okay. Und es müsste auf jeden Fall auch die physische Beherrschung hochgehen. Die ist gerade bei 144%. Ja, viel tut sich da nicht. Und die... Warte. Macht ist ja beim Hauptmann auch die physische Schadensredo. Deswegen ist dieser Wert wahrscheinlich gerade sehr wichtig, dass man den ein bisschen pusht. Nicht so wie früher. 35,7 zu 28,2. 28,9 zu 35,9. Naja, viel passiert nicht. Egal, weil es ist ja auch nicht so viel Macht dazugekommen. So, dann können wir nämlich den Ring verkaufen. Den Ring verkaufen. Zack. Und welch ist er? Dax. Das ist ein guter Anfang, nicht wahr? Ich werde die geborgenen Vorräte in der Wellenjäger unterbringen, um sie vor Wind und Regen zu schützen. Wenn wir gezwungen sein sollten, ein paar Tage auf den Schildinseln zu bleiben, werden wir froh sein, sie zu haben. Das Wetter ist hier recht launisch. Wie ihr wisst, sind Yajax und ich auf der Insel Tsamarsir im Südosten unter Freibeutern aufgewachsen. Es gibt dort eine Siedlung namens Hallrax, bevölkert von Dieben und Galgenvögeln. Es konnte dort recht ruppig zugehen, doch es war mein Zuhause. Vermutlich wäre ich für immer dort geblieben und hätte nie etwas von der Welt gesehen, doch als Yajax den Entschluss gefasst hat, zu gehen, ging ich mit ihm und blickte nie zurück.
Ich wünschte, mein Bruder wäre hier. Wie es ihm wohl ergehen mag? Ach, sei es drum. Ich muss diese Vorräte verstauen. Es wird später noch Zeit zum Nachdenken geben, keine Frage. Jetzt kommt es darauf an, zu überleben. Dem geht's gut. Ja, Jax haut so schnell nichts um. Ihr habt die Sachen gefunden, die ich brauche. Oh, das freut mich sehr. Nun müsst ihr alle Zutaten in den Bottich mit Wasser tunken, den ich im Südosten bereitgestellt habe. Warum hast du ihn auf einen einzelnen Felsen gestellt? Oder da an die Kante? Warum ist er nicht neben dir? Egal. Die Kräuter am längsten, danach die Blumen und schließlich die Baumrinde. Ist alles im Wasser. Sprecht mit Rossaran und lasst euch von ihm möglichst viele Fischschuppen geben. Die tunkt ihr dann zu allerletzt ins Wasser.